Herzlich willkommen alle zusammen vor den Bildschirmen zu diesem Webinar zum Thema Niedrigzinsen, Immobilienpreise und die Rolle der Europäischen Zentralbank. Bevor wir mit der Thematik starten und ich Ihnen heute unsere Gäste vorstelle, würde ich zuerst gerne etwas zu dem Projekt sagen, wovon dieses Webinar Teil ist. Das Projekt heißt European Citizens Bank und wird in mehreren Ländern der Eurozone durchgeführt von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, unter anderem Positive Money, der Organisation, wovon ich Teil bin. Das Ziel des Projektes ist es, Stimmen aus der Bevölkerung an die Europäische Zentralbank heranzutragen. Und da die Europäische Zentralbank gerade zum ersten Mal seit 18 Jahren ihre Strategie überprüft und sich mehrfach ausgesprochen hat, Positionen und Meinungen aus der Bevölkerung in diesen Prozess einzubeziehen, sind wir der Meinung, dass das gerade genau der richtige Zeitpunkt ist, um sich mit der EZB auseinanderzusetzen und Positionen hierzu zu artikulieren. Wir haben also als Teil dieses Projekts eine Plattform geschaffen, durch die wir BürgerInnen die Möglichkeit geben wollen, sich zu informieren und auf die geldpolitische Strategie der EZB einzuwirken. Auf der nächsten Folie habe ich kurz zusammengefasst, was wir mit dieser Plattform machen können. Sie können zum einen sich über die Informationsmaterialien, die es auf dieser Plattform gibt, über die EZB und aktuelle Themen zur Geldpolitik informieren. Sie können sich dort mit MitbürgerInnen und Experten austauschen, wie zum Beispiel gerade in diesem Webinar, was ein Teil einer längeren Webinarserie ist. Sie können eigene Vorschläge machen zur Zukunft der Europäischen Zentralbank und schlussendlich können Sie teilnehmen an einer Bürgerinnenversammlung, die intensiver Vorschläge vorbereitet und letztendlich offiziell an die EZB schickt. Dieses Webinar ist also Teil eines anhaltenden Prozesses des Austauschs und der Meinungsbildung zur europäischen Geldpolitik. Und ich freue mich sehr, dieses Webinar heute mit fantastischen Gästen durchführen zu können. Das ist auf der einen Seite Professor Gunter Stabe von der Universität Leipzig, Professor Volker Wieland von der Goethe-Universität in Frankfurt, Lea Steininger von der Wirtschaftsuniversität Wien und Herr Jürgen Michels von Bayern LB. Wir werden in diesem Webinar versuchen, möglichst niedrigschwellig zu diskutieren und möglichst wenig Fachsprache zu verwenden, damit die Diskussion zugänglich ist für Sie. Trotzdem würde ich Sie ermuntern, Fragen zu stellen, Verständnisfragen durchgehend während des Chats. Wir werden zum Schluss des Webinars 15 Minuten mindestens aufsparen, um explizit Fragen herauszugreifen und dann werden wir die hoffentlich beantworten können. Damit möchte ich jetzt an Lea Sterning übergeben, die ein wenig für heute moderieren wird. Viel Spaß allen bei diesem Webinar. Danke vielmals. Danke, Marc. Ich freue mich sehr, da zu sein und fühle mich geehrt, eingeladen worden zu sein. Und ja, wie du schon gesagt hast, ist das Thema heute, wie die Niedrigzinspolitik der EZB mit den steigenden Immobilienpreisen zusammenhängt und wie gegebenenfalls darauf reagiert werden soll, beziehungsweise welche Maßnahmen angemessen sind. Das wollen wir diskutieren. Und dazu würde ich gerne unsere drei Experten ein bisschen abfragen, vielleicht woher sie wirtschaftstheoretisch so kommen, was ist so, wo stehen sie in Bezug auf die EZB, wie nehmen sie die Geldpolitik derzeit wahr? Und um da kurz vorwegzunehmen, möchte ich sagen, dass Inflation an und für sich ein sehr heterogenes Phänomen ist. Das heißt, es gibt unzählige Preise in unserer Volkswirtschaft von verschiedensten Güterarten, die sich teilweise komplett unabhängig voneinander bewegen und auch in entgegengesetzte Richtungen. Also zum Beispiel sehen wir Deflation, also sinkende Preise im Bereich von den meisten handelbaren Gütern, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Und dazu gehören Fernseher und Handys und so weiter. Aber dem gegenübergestellt ist, dass wir stark ansteigende Preise, also Inflation sehen, teilweise sogar im zweistelligen Bereich bei nicht handelbaren Gütern, einigen davon bei Financial Assets, bei eben Immobilien, wie das ja heutige Thema, aber auch eben bei Bildung und bei Gesundheitskosten. Und das heißt eben auch, dass nicht alle Menschen gleichermaßen von Inflation betroffen sind,
sondern dass der eigene Warenkorb, dass quasi ja, jede Person mit einer eigenen Preissteigerung konfrontiert sein kann. Und leider in der Eurozone ist es empirisch so, dass ärmere Leute typischerweise mit höheren Preissteigerungen konfrontiert sind, weil vor allem zum Beispiel Lebensmittel und Strom die Preise gestiegen sind und das einen überdurchschnittlich großen Teil von dem Warenkorb von armen Leuten ausmacht. Genau. Jetzt ist es so, dass die EZB als primäre Mandat der Preisstabilität hat. Und bei diesem Mandat orientiert sie sich am harmonisierten Verbraucherpreisindex. Und der wird aus 12 Produktkategorien berechnet. Und dabei sind Immobilienpreise soweit nicht drinnen. Mieten fließen aber ein. Okay, nur so kurz, um den Rahmen abzustecken. Und jetzt wüsste ich gerne von Ihnen dreien, vielleicht fangen wir mit Herrn Schnabel an. Herr Schnabel, was ist Ihre Inflationstheorie? Erklären Sie uns bitte mal, woher Inflation kommt. Also, ich nähere mich dem Problem ja auf der Grundlage der österreichischen Schule an. Mises und Hayek haben die monetäre Überinvestitionstheorie entwickelt, die besagt, dass wenn Zentralbanken den Zins unter einem gewissen Gleichgewichtszins auf dem Markt senken, dass es erst zum überschwänglichen Aufschwung kommt, Überinvestition, es wird zu viel investiert. Dieser Überinvestitionsboom kann begleitet werden durch Spekulation auf den Finanzmärkten. Und wenn dann am Ende dieser Boomphase die Inflation ansteigt, dann sieht sich die Zentralbank gezwungen, die Zinsen zu erhöhen. Und das führt dann zum Umschwung, das führt dann zur Krise. Und das führt dann auch in die Finanzkrise. Und auf Grundlage dieser monetären Überinvestitionstheorie habe ich mich jetzt der Gold-Geldpolitik der letzten, ja, 20 bis 30 Jahre angenähert. Und ich habe festgestellt, dass man die Entwicklungen, die Zentralbanken durch ihre Zinspolitik auslösen, sehr gut mit dieser Theorie erklären kann. Wir haben immer wieder Boomphasen auf den Finanzmärkten erlebt, die dann, wenn die Zentralbanken die Zinsen angehoben haben, in Krisen geendet haben. Ich habe aber bemerkt, dass es einen gewissen Unterschied gibt in der heutigen Entwicklung im Vergleich zur Überinvestitionstheorie von Mises und Hayek, weil sich seit den 80er Jahren die Inflation zunehmend auf den Finanzmärkten gezeigt hat, auch auf den anderen, auf Segmenten der Finanzmärkten wie den Immobilienmärkten, nicht aber bei den Güterpreisen. Und deswegen bin ich eigentlich zur Einsicht gekommen, dass man Inflation weiter messen kann oder muss, als nur auf der Grundlage des harmonisierten Konsumentenpreisindex. Geldpolitik kann auch Vermögenspreisinflation bewirken. Und Vermögenspreisinflation kann ähnliche Wirkungen haben wie Konsumentenpreisinflation, nämlich Absenkung von realen Löhnen, schwaches Wachstum und Krisen. Ja, und deswegen würde ich für einen weiteren Inflationsbegriff plädieren. Konsumentenpreisinflation ist das eine, aber Vermögenspreisinflation ist das andere, weil wenn wir die laufen lassen, dann kommt es zu großen Finanzkrisen, die dann vielleicht dazu führen, dass Zinsen noch weiter gesenkt werden müssen und neue überschwängliche Boomphasen auf Finanz- und Immobilienmärkten angestoßen werden. Und der starke Anstieg der Immobilienpreise, den wir inzwischen in allen Industrieländern beobachten, der ist natürlich maßgeblich durch die Zentralbanken bewirkt und bestimmt. Auch wenn die Zentralbanken inzwischen zögern, die Zinsen zu erhöhen, um ein Ende dieser Immobilienboomphasen herbeizuführen. Aber das kann nicht die Lösung sein, wenn die Immobilienpreise immer weiter ansteigen und damit auch die Mieten. Dann haben wir sehr starke Verteilungseffekte, die sich insbesondere auch bei den jungen Menschen zeigen. Die Menschen können heute kein Vermögen mehr bilden und sind damit natürlich auch in gewisser Weise von wichtigen Gütern wie eigengenutzte Immobilien ausgeschlossen. Okay, vielen Dank. Ich komme später noch darauf zurück, aber ich würde gerne noch kurz, ich würde von allen gerne hören, was sie so denken.
Herr Wieland, stimmen Sie dem zu oder was ist Ihre Inflationstheorie? Ja gut, also da gibt es sicher vieles, wo wir uns überlappen, aber ich meine, Sie fragen, was ist Inflation? Also es gibt ja nicht, ist nicht so, dass es 10 unterschiedliche Inflationstheorien gibt, sondern erstmal gibt es halt eine Definition, was wir eigentlich unter Inflation verstehen. Ja, und wir verstehen eben nicht Änderungen von relativen Preisen. Also Sie haben vorher dargelegt, also es gibt Situationen, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise, da sind Lebensmittelpreise gestiegen, da sind auch für bestimmte IT-Dienstleistungen natürlich die Preise gestiegen. Und für andere Dinge sind sie gefallen, zum Beispiel für Öl zunächst mal, weil wir natürlich viel weniger Auto gefahren sind, unter anderem. Ja, um es vereinfacht darzustellen. Und das sind relative Preisänderungen, die sind von vielen Dingen getrieben. Angebot und Nachfrage in verschiedenen Wirtschaftssektoren nach verschiedenen Gütern, das hat erstmal nichts mit der Notenbank zu tun. Was die Notenbank macht oder der Staat, der hinter der Notenbank steht, der stellt ja eine Währung bereit. Eine Währung ist erstmal etwas ohne intrinsischen Wert. Das sind Geldscheine oder Notenbankgeld, was wir auf dem Girokonto haben. Und was wir messen, wenn wir so als Ökonomen von Inflation insgesamt reden, dann meinen wir eigentlich die Veränderung der Kaufkraft des Geldes. Ja? Da geht es also um diesen allgemeinen Preisanstieg und nicht um die relativen Preisänderungen. Ja, und dieser allgemeine Preisanstieg, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich gar nicht so besonders. Der hängt zunächst mal natürlich vom Verhältnis der Geldmenge ab zu den Gütern, die wir kaufen wollen. Also wenn wir sozusagen die Produktion nicht ausweiten und nur die Produktion an Geld ausweiten, dann muss sich natürlich dieser Preis, diese Kaufkraft des Geldes ändern. Ja? Es gibt noch viele andere Faktoren, warum das nicht unbedingt gleich von heute auf morgen passiert. Manche Preise, die können sich nicht anpassen. Also das nennen die Ökonomen dann Preisrigiditäten, also Bremsspuren, warum? Vielleicht, weil es Menüs gibt, die man festlegt oder wenn man Verträge schließt. Lohnverträge sind ja auch immer so, dass für eine gewisse Zeit der Lohn festgesetzt ist oder ausgehandelt wird zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Es gibt also dann schon solche Anpassungsprozesse. Und in gewisser Weise hat mein Kollege Herr Schnabel ja auch schon solche Anpassungsprozesse beschrieben. Ja? Und die Notenbank kann entweder zum einen jetzt die Geldmenge beeinflussen, also was sie den Banken zur Verfügung stellt. Sie macht das aber nicht mehr so traditionell nach der Menge, sondern sie schaut eigentlich auf den Preis. Also wenn sie einer Bank sozusagen Notenbankliquidität leiht, dann gibt es das zu einem bestimmten Preis. Der ist zurzeit übrigens negativ. Ja. Also es kann auch mal unter Null sein. Man wundert sich, aber es ist möglich. Aber dieser Preis ist der Nominalzins am Geldmarkt und da hat die Notenbank einen Einfluss drauf, weil sie ja zunächst mal im engeren Sinne als Monopolist dieses Geld zur Verfügung stellt. Ja, und dann gibt es Zusammenhänge zwischen der Geldpolitik und der Realwirtschaft. Das hat Herr Schnabel ja auch so angedeutet. Da gibt es einen Nominalzins und da gibt es einen Realzins, nämlich der, wo man die Inflationserwartungen abzieht. Ja, und dieser Realzins, der beeinflusst eigentlich unsere Entscheidungen. Ja, ob Sie sparen oder konsumieren, hängt ein bisschen davon ab, was Sie real natürlich nachher davon haben, wenn Sie das Geld anlegen. Ja, ob Sie dafür mehr kaufen können in Zukunft. Ja, wie sich die Kaufkraft des Geldes in Zukunft verändert. Ja, und dieser Realzins, der beeinflusst sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung, ob Menschen investieren, ob Unternehmen investieren in bestimmte Projekte, ob die sich lohnen. Ja, und da haben Sie einen Zusammenhang zwischen dem, was die EZB macht und dem, was in der Realwirtschaft passiert. Ob die EZB das nun längerfristig beeinflussen kann, was also tatsächlich an realen Werten in der Wirtschaft passiert oder nicht, das ist eigentlich nicht so sehr umstritten, sondern ich denke, die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass die, und auch die empirische Forschung geht davon aus, dass die Notenbank eigentlich langfristig nur die Inflation beeinflussen kann, aber nicht die Sparentscheidungen oder die Konsumentscheidungen auf Dauer. Ja, aber kurzfristig schon, weil es diese Bremsspuren oder diese Rigiditäten gibt. Ich habe ein paar genannt, Lohnverträge, aber auch Verkaufsverträge.
Das Restaurantmenü ist ein klassisches Beispiel. Und das, was ich jetzt so beschrieben habe, ist eigentlich so, von manchen nennen es die sogenannte keynesianische oder neukeynesianische Erklärungsansätze, manche nennen das die neue neoklassische Synthese, wie auch immer, ist aber eigentlich das, womit die meisten Ökonomen arbeiten. Und ich glaube, es gibt auch manche Parallelen, also Herr Schnabel hat so ein bisschen betont, einen Ansatz mit einem anderen Namen, aber in der Beschreibung, dass also die Zinsen da einen Einfluss haben. Ich denke, da ist ziemlich viel, was sich überlappt. Und natürlich auch gibt es ja auch nicht nur Konsumgüter, sondern auch Güter, die einen dauerhaften, also ein Vermögensgut ist ja nicht etwas, was ich konsumieren kann. Ich kann nur bestimmte Dienstleistungen daraus konsumieren. Also zum Beispiel, wenn ich ein Haus kaufe, kann ich darin wohnen. Wenn ich ausziehe, kann ich es verkaufen. Ist immer noch ein Wert da, aber ich hatte die Nutzung des Hauses. Die Nutzung ist natürlich auch etwas, was ich konsumiere. Deswegen fließt zum Beispiel dann auch die Miete in den Konsumentenpreisindex ein. Aber der Wert des Hauses ist ein Vermögenswert, der nicht verschwindet. Aber beides hat natürlich eine Relation zur Kaufkraft des Geldes. Ja? Und wenn man sehr viel Geld in Umlauf bringt, dann steigen natürlich die Nominalpreise von Konsumgütern, aber auch die von Vermögensgütern. Okay, vielen Dank, Herr Wieland. Also das heißt, Herr Schnabel, Sie sind Anhänger der österreichischen Schule. Herr Wieland, Sie sind Neukeynesianer, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich finde nicht, dass das nach diesen, die Wirtschaft funktioniert nicht nach diesen Kategorien, also Schulen. Also die, das würde ich ablehnen. Okay, verstehe ich gut. Die Einschätzung, die Sie uns jetzt gerade gegeben haben, war am ehesten wahrscheinlich neukeynesianisch. Sie haben das ja auch selber so bezeichnet, oder? Ich habe einfach gedacht, es gibt verschiedene Namen, die da verwendet werden. Ich glaube aber auch nicht, dass das, was Herr Schnabel gesagt hat, sich davon jetzt grundsätzlich unterschieden hat, von dem, was ich gesagt habe, was im Ökonomischen. Aber da können wir ja ins Detail gehen. Ja, aber kategorisieren nach Schulen, das ist irgendwo, das funktioniert vielleicht in der Soziologie oder in der Politologie, aber in der Ökonomie funktioniert das eigentlich ein bisschen anders. Also im Prinzip nach These, empirische Forschung oder man macht ein Modell, man testet das Modell empirisch und dann kommt man vielleicht weiter. Genau, ich brauche ein bisschen eine Hilfestellung, dass ich Sie ungefähr zuordnen kann, damit ich Sie nachdenke. Da gebe ich Ihnen keine Hilfestellung. Anscheinend. Weil ich von solchen Kategorisieren nicht so viel halte. Sondern okay. Mehr von dem, was ich sagte. Gibt es wirklich einen Widerspruch darüber, dass es um die Kaufkraft des Geldes geht und nicht um die relativen Preise? Ich glaube, da sind wir uns einig, Herr Schnabel, oder? Ja. Okay. Das sind wir uns. Herr Michels, was sagen Sie dazu? Also ich würde mich jetzt auch, was diese Schuldebatte angeht, Herrn Wieland erstmal anschließen. Ich versuche das Ganze auch über einen empirischen Weg ranzugehen. Und natürlich haben wir da eine ganze Reihe von Faktoren, die eine Rolle spielen. Die Geldpolitik, die Zinsen spielen dabei eine sehr gewichtige Rolle. Wir haben aber auch gesehen, dass jetzt gerade in den letzten Jahren man festgestellt hat, dass gerade als wir dann in den negativen Bereich reingekommen sind, dieses Zinsinstrument zunehmend dann an Wirkung verloren hat und wir dann wieder zurückgegangen sind, wirklich, was die Geldmenge angeht, hier einen Beitrag zu leisten. Dabei stellt man aber relativ schnell fest, dass wir zwar als Zentralbank unglaublich große Geldmengen in Bewegung setzen können. Ob das Ganze aber dann wirklich im Umlauf kommt, das ist mal eine zweite Frage. Und da muss man sicherlich ganz klar unterscheiden, ja, wovon reden wir jetzt? Ist das nur die Zentralbank-Geldschöpfung, die hier eine Rolle spielt? Oder muss man sich wirklich diese breiten Aggregate anschauen, wo dann der gesamte Finanzsektor, die Giralgeldschöpfung, das Buchgeld mit reinkommt? Und da spielen natürlich sehr viele Erwartungen auch eine Rolle. Es hat sehr viel mit Vertrauensfunktionen zu tun. Und ich glaube, all das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, hat ein Stück weit, das ist ja schon angedeutet worden, die Sichtweise etwas verändert. Vorher, zumindest bin ich während meiner Uni-Zeit immer so sozialisiert worden, dass man ja immer Aufgabe der Zentralbank hatte, die Inflation möglichst gering zu halten. Und seit der Finanzkrise sehen wir das Ganze mit anderen Vorzeichen. Und da kommt dieses Thema Preisstabilität, bekommt eine ganz andere Bedeutung. Und an der Stelle merkt man halt, dass die Unmittelbarkeit, wie die Geldpolitik dann auch reagieren kann,
sehr viel eingeschränkter ist, das nach vorne zu bringen. Wir finden da immer wieder solche, ja, ich nenne es jetzt mal Nebenkriegsplätze, wo sehr viel in Assetpreise oder in Vermögenswerte reingeht. Und das haben wir auch gesehen. Das läuft von einer in eine andere Vermögenspreiskategorie rein. Und man kann dann natürlich sich die Frage stellen, gehe ich weg von meinen allgemeinen Gütern und Dienstleistungspreisen und nehme solche andere Kategorien mit rein. Aber das wird dann sehr viel schwieriger, da auch für die Geldpolitik das entscheiden zu lassen, weil da ist ja die Frage, was ist der faire Preis von Aktien? Was ist der faire Preis für bestimmte Bonds, die da reinkommen? Und da gibt es jetzt schon bei der normalen Preismessung viele Probleme, wenn es um Qualitätszuwächse und Ähnliches geht, wie man das wirklich genau bepreisen kann. Und wenn man die Situation so ein bisschen zusammennimmt, haben wir nicht nur in Europa, sondern global eigentlich seit der Finanzkrise, dass das Dilemma gab, dass wir nicht nur wirtschaftlich damals eine tiefe Rezession gesehen haben, sondern wir haben auch in vielen Bilanzen unglaubliche Verwerfungen gehabt und die wurden durchaus versucht, durch eine sehr lockere Geldpolitik zu kompensieren. Wenn man sich dann die Bilanzen von Notenbanken anschaut, die Bilanzsumme der EZB hat sich seit der Finanzkrise verfünffacht. Dort ist halt wirklich sehr, sehr viel reingegangen. Und das sieht man halt, wenn man die Preisentwicklung im engeren Sinne jetzt anschaut, im Sinne von dem, was wir von Gütern und Dienstleistungspreisen, die im HVPE, also dem allgemein definierten Preis- oder Warenkaufkraftindex wiedergegeben werden, ja nur zum kleinen Teil sich dort wiedergespiegelt hat. Und da, glaube ich, muss man durchaus feststellen, dass wir auch in der Zeit, wo wir sehr stark von, vorhin wurde das Beispiel schon mal von IT-Gütern und so weiter gegeben, in einer globalisierten Welt unterwegs waren, wo wir in Teilen, ich sage mal, unsere Werkbänke erweitert haben und strukturelle Bewegungen zumindest für ein Jahrzehnt oder so stattgefunden haben, dass das dann halt auch sich über eine längere Zeit in der Preisentwicklung wiedergespiegelt hat. Und da stehen wir unter Umständen jetzt an einem Punkt, wo auch das Thema Globalisierung, diese strukturierten oder strukturellen Veränderungen sich auch vielleicht ein Stück weit ausgelutscht haben, sage ich jetzt mal. Und wir vielleicht jetzt in eine andere Sphäre reinkommen, wo wir nicht von China, von anderen Märkten eher preisdämpfende Faktoren mit reinbekommen, sondern dass sich das Thema durchaus verändern kann. Und dann halt auch diese sehr breite und üppige Ausstattung an Geld, an Zentralbankgeld, was bereitgestellt hat, vielleicht dann auch wieder eine andere Wirkung entfacht. Okay, vielen Dank. Das heißt, dass Sie sich tendenziell dem Herrn Wieland anschließen. Sie meinen, Inflation ist ein monetäres Phänomen, aber Erwartungen spielen auch eine große Rolle. Lässt sich das? Okay, und ich schließe jetzt mal daraus, oder ich lese zwischen den Zeilen, dass Sie meinen, dass die derzeitige expansive Geldpolitik der EZB durchaus begrüßenswert ist und im Moment Immobilienpreise oder generell Immobilienpreise im Inflationsindex der EZB, an dem sie sich orientiert, wenn sie geldpolitische Entscheidungen trifft, nicht mit einfließen sollen. Das würde ich, bei Immobilien haben wir, das ist vorhin auch schon mal eingeklungen, haben wir zwei verschiedene Komponenten mit drin. Die Frage ist, ob ich jetzt einfach eine Asset-Klasse Immobilien damit reinnehme, da habe ich Bedenken. Wenn ich aber Immobilien, momentan haben wir das nur über die Mieten, wenn ich irgendwo zur Miete wohne, aber ich muss mir sehr wohl Gedanken machen, was mein Ausgabetatbestand für Wohnen, für meinen Lebensraum, was das angeht, da müssen wir auf jeden Fall aus meiner Sicht auch nochmal nachjustieren. Aber das ist was anderes, als die Immobilienpreise zu nehmen, sondern dort muss ich mir überlegen, was kostet denn dieses Gut Wohnen für mich? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Da gibt es auch einen Streit zwischen der EZB und Eurostat, wie man das denn am besten auch bewerten kann. Sind es die Zinsen für meine Hypothek, die da reinkommen? Ist es der Preis des Hauses, den ich dort mit reinbringen muss? Das sind durchaus unterschiedliche Konzepte, die dort reingehen. Allein zu sagen, die EZB muss jetzt nach Immobilienpreisen oder nach Aktienkursen agieren, das finde ich, ist eine schwierige Geschichte. Und da will ich eher zurückhalten. Eine breitere Einbeziehung der Ausgaben für Wohnen, das würde ich sehr begrüßen. Okay, verstehe. Das heißt, da wären vor allem Mieten dabei, oder? Im deutschsprachigen Raum wird viel gemietet. Es sind Mieten und die Kosten auch für in einer Wohnung.
in der ich lebe, die ich auch besitze. Das muss ich irgendwo auch widerspiegeln können. Okay, das heißt, im Moment haben die Mieten einen relativ kleinen Anteil und den würden Sie vergrößern, an dem, wie das gewichtet wird. Die Gewichtung wird ja auch jedes Jahr neu gemacht, das würden Sie überlegen. Aber Financial Assets bzw. Immobilienpreise sollen jetzt nicht reinspielen. Das wäre meine Sicht dazu, ja. Okay, danke vielmals. Herr Schnabel, was sagen Sie zu dem, ob Immobilienpreise... Ja, also es gibt ja zwei Arten von Immobilien. Sie können eine Immobilie als eigengenutztes Wohnen betrachten und dann hat sich natürlich in den letzten Jahren der Preis für eigengenutztes Wohnen dramatisch erhöht. Ja? Und ich glaube, wenn ich den Herrn Michels richtig verstanden habe, er würde mitgehen und sagen, wir müssen diesen Preis für eigengenutztes Wohnen irgendwie in die Inflationsmessung mit einbeziehen, auch wenn das jetzt in der Praxis nicht so einfach ist. Dann können Sie Wohnen, Immobilien natürlich auch als Investitionsgut betrachten. Ja? Und dann, wenn ich Herrn Michels richtig verstanden habe, ist er der Meinung, dass es dann nicht als Teil der Preismessung gesehen werden soll. Das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Andererseits beobachte ich eben auch, dass sich die Transmission der Geldpolitik seit Einführung der Inflationsziele grundlegend verändert hat. In den 70er Jahren war es so, dass wenn die Geldpolitiken expansiv waren, dann sind die Konsumentenpreise gestiegen und dann wurde die Inflation in Form der üblichen Konsumentenpreisindizes auch wirklich gemessen. Heute ist es anders. Heute steigt die Geldmenge sehr stark an. Herr Michels hat ja auch auf die sehr große Ausweitung der Zentralbankbilanzen hingewiesen. Aber im Wesentlichen kommt das zusätzliche Geld nicht bei den Bürgern an, die damit einkaufen gehen in die Läden. Es kommt aus meiner Sicht insbesondere bei den Akteuren auf den Finanzmärkten an. Es kommt insbesondere auch beim Staat an, weil die Zentralbanken im großen Umfang Staatsanleihen kaufen. Und es kommt insbesondere auch bei reichen Leuten an, die schon allein dadurch noch reicher werden, weil sie schon viele Vermögenswerte haben, schon viele Aktien und viele Immobilien und andere Vermögenswerte. Und deswegen steigen auch die Luxusgüterpreise. Ja, aber auch die gehen nicht in die Preismessung ein. Und deswegen kann man aus meiner Sicht die Vermögenspreise nicht links liegen lassen, so wie das die Zentralbanken jetzt schon lange Zeit tun. Ich verstehe auch, dass es rein von der Konzeption her schwierig ist, Konsumentenpreise und Vermögenspreise in einen Index zu werfen. Man kann allerdings auch jetzt hier Vermögensanlagen als zukünftigen Konsum betrachten. Dann hätte man wieder eine ähnliche theoretische Basis, nämlich gegenwärtigen Konsum und zukünftigen Konsum als Basis der Inflationsmessung. Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, weil wir haben nicht so mega viel Zeit. Ja. Nur um das, genau. Um das zusammenzufassen, heißt das, wenn wir jetzt die Immobilienpreise mit einbeziehen würden im Inflationsindex von der EZB, dann müssten wir jetzt die Zinsen anheben, oder? Ja, das würde ich sagen. Also wir haben jetzt im Euroraum sehr stark steigende Immobilienpreise und das sind auch Stellungnahmen von EZB-Vertretern, kann man das auch so entnehmen. Dann wäre derzeit die gemessene Inflation höher und man wäre sehr viel näher oder jetzt schon weit drüber hinaus über dieses 2% Inflationsziel. Okay, aber also es wundert mich, es ist ein bisschen ein gewagtes Statement zu sagen, jetzt in der größten Rezession seit 1933 sollen die Zinsen angehoben werden. Das ist jetzt ein anderes Statement. Ja, also grundsätzlich haben wir jetzt erstmal über Inflationsmessung gesprochen. Ja, natürlich, genau. Aber sagen wir, aber die EZB hat ein Inflationsziel und das wird gemessen mit dem Preisindex. Und da würden jetzt Immobilienpreise mit einfließen, dann würde das darin resultieren, dass jetzt die Zinsen angehoben werden müssten, gegeben das 2%-Ziel oder knapp drunter. Richtig, das wäre so, ja. Okay, danke vielmals. Herr Wieland. Ja, ganz so klar ist das nicht. Also bei uns in Deutschland sind die Immobilienpreise sehr stark gestiegen. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, ich habe ein paar Zahlen hier. Seit 2010 ist in Deutschland die Immobilienpreisindizes, das ist um fast 90% gestiegen. Also bei uns sieht man das ganz deutlich. Ja. Aber gleichzeitig haben wir Länder wie jetzt Spanien, da sind sie immer noch
70%, 80% unter dem Niveau von vor der Finanzkrise. Ja, in Frankreich ist es ein bisschen drüber. Also das ist schon sehr unterschiedlich. Das wäre Punkt 1. Deutschland sehr niedrig gestartet ist. Bitte? Da ist Deutschland sehr niedrig gestartet. Wir hatten den Boom vorher nicht gehabt. Richtig, ja. Das ist der Grund. Ja. Also deswegen ist es gar nicht so einfach, das zu sagen. Aber vielleicht nochmal zurück. Man muss schon unterscheiden zwischen den Dienstleistungen, der Nutzung, die man aus der Immobilie bekommt. Also zum einen, wenn ich sie miete, messe ich das durch die Mieten. Die Mieten sind im Konsumentenpreisindex. Die Mieten bewegen sich kaum, weil es gibt sehr viele Bestandsmieten und Sie wissen ja, die sind extrem reguliert, da passiert nicht viel. Es sind nur die Neumieten, aber das schlägt nicht durch. Das heißt, im Preisindex sieht man nicht viel davon, obwohl alle Mieten erfasst sind. Zweitens, auch wenn man den selbstgenutzten Wohnraum reinbringt, ja, auch wenn ich jetzt so ein bisschen gegen Herrn Schnabel argumentiere, ist mir eigentlich die Kritik durchaus sympathisch, zu sagen, man muss das mehr berücksichtigen. Ich habe ein Papier verfasst für die EZB, für die Konferenz, die Sintra-Konferenz im Herbst. Da haben wir das mal ausgerechnet. Was würde es einen Unterschied machen, wenn wir den selbstgenutzten Wohnraum auch reinnehmen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können einfach sagen, was müsste ich denn Miete zahlen im selbstgenutzten Wohnraum? Und da sehen Sie schon, das bringt dann nicht viel. Das macht keinen großen Unterschied, weil sich die Mieten so wenig ändern. Das heißt, die andere Frage ist, was sind die Kosten für neu geschaffenen Wohnraum? Ja, für neu geschaffenen Wohnraum. Das ist was anderes als Bestand. Und tatsächlich, die Kosten für neu geschaffenen Wohnraum, die sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Und da kann man schon die Frage stellen, sollte man die Kosten für neu geschaffenen Wohnraum nicht stärker berücksichtigen? Hat die EU auch neue Statistiken erstellt? Da stellt sich auch immer die Frage, klar, die Baukosten, die müssen mit rein. Ja, aber wiederum, wenn der Wert des Hauses steigt, den kann ich ja nicht konsumieren, also des Grundstücks, auf dem es steht. Das Grundstück wird ja nicht konsumiert. Das kann ich später wieder verkaufen. Da müsste man also trennen, das würde ich nicht in das Inflationsziel der Notenbank mit reinnehmen. Ja, da würde ich mich jetzt vielleicht unterscheiden von Herrn Schnabel. Aber ich habe schon auch den Punkt, wenn ich das noch sagen darf, es gibt Risiken. Ja? Dadurch, dass man Zinsen sehr lange niedrig hält, kann es natürlich auch zu Instabilitäten kommen im Finanzsystem und zu Finanzkrisen, haben wir ja auch erlebt. Und das kann man natürlich in der Risikobetrachtung mit einbeziehen. Ja? Da bin ich dabei. Und als Abschluss würde ich noch sagen, klar, wir sind jetzt immer noch in der Corona-Krise. Im Moment muss man natürlich die Zinsen niedrig halten. Man muss auch in einem gewissen Maß Anleihen kaufen. Wir sind immer noch in der Krise. Ja? Also es wäre verrückt, jetzt zu sagen, heute erhöhen wir den Zins um 10% oder um 2% oder was auch immer, weil ja die Immobilien weiter gestiegen sind. Ja? Das machen wir jetzt nicht. Vielleicht will Herr Stapel das auch nicht. Aber wir müssen natürlich schon schauen, wie kommen wir da mal raus aus dieser Situation. Wir können nicht immer Krisenpolitik machen. Wir müssen also irgendwann jetzt den Weg aus dieser Krisenpolitik vorbereiten. Okay, aber verstehe ich Sie richtig, Herr Wieland? Also Sie meinen, eins der wirkungsvollsten Mechanismen gegen die steigenden Mieten bei Neuvermietung wäre eine Zinsanhebung? Die steigenden, also die Mieten werden ja berücksichtigt in dem Inflationsindex. Nein, ich meine, ein wirkungsvolles Mittel gegen den Mietpreisanstieg bei Neuvermietungen wäre eine Zinsanhebung. Glaube ich nicht, dass das da sehr stark wirkt, ja. Also es wirkt sich, es könnte eine Wirkung haben auf die Hauspreise, dass sie dann weniger stark steigen. Aber es sind natürlich auch noch andere Faktoren da, ja, die das treiben. Ja, die Neuvermietungen sind in den Städten, ist halt knapp. Und wenn ich dann die Zinsen niedrig habe, dann kann ich das, dann kann ich halt Häuser kaufen mit einem Darlehen, mit günstigen Zinsen. Und da steigt der Hauspreis und dann steigen irgendwann natürlich auch die Mieten. Aber ich würde jetzt davon abraten, den Zins als Instrument zu nehmen, um die Mieten zu beeinflussen. Sondern ich würde sagen, der Zins der Notenbank ist ein Instrument, um die Inflation insgesamt zu beeinflussen und nicht die Mieten allein. Und wenn die Mieten da nur eine kleine Rolle spielen, dann ist nur die Frage relevant, ist das falsch? Müssten die eine größere Rolle spielen oder nicht? Und das heißt, halt voll drin.
um Mieten niedriger zu halten, wären andere Maßnahmen. Ja, mehr bauen, ganz einfach. In Berlin haben wir den Flughafen Tempelhof. Ja? Weiß ich nicht, warum das nur ein Spielplatz ist. Ja? Da könnte man natürlich auch bauen. Das wäre sozusagen das Effektivste. Also da würde ich nicht die Geldpolitik überfrachten. Also wenn man das Beispiel Deutschland mal nimmt, ich glaube, was Herr Wieland gesagt hat, insgesamt muss man ja sehen, dass im Vergleich zu vielen anderen Bereichen die Mieten ja wirklich nur sehr moderat angestiegen sind. Ja, also das ist aber bis jetzt wenig, was da drin war. Wenn man jetzt den Vergleich nochmal zu 2008 macht, wo ich vorhin gesagt habe, die EZB-Bilanz hat sich verfünffacht. Wenn man jetzt mal die Preise für Eigentumswohnungen nur in den Top 7 Städten, also den größten Städten in Deutschland sich anschaut, die sind über 130% angestiegen und im gleichen Zeitraum sind die Mieten dann um 18% angestiegen. Also da gibt es schon große Differenzen, aber die Frage, was kann ich jetzt aktuell tun, um das Thema Mieten und vielleicht auch Wohnungsnotstand anzugehen, dann glaube ich, ist die Geldpolitik da nicht unbedingt der richtige Punkt dafür, sondern das geht los mit der Frage, wie viel Menschen arbeiten in den Behörden, in den Katasterämtern und den Baubehörden, um da wirklich auch Sachen freizugeben. Und in Deutschland haben wir einfach über die letzten Jahre zu wenig Neubauaktivität gehabt. Das hat auch mit kapazitätsangepassendem Bau und so weiter zu tun. Also da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man die Geldpolitik, wie man es an vielen Stellen macht, nicht überlasten sollte. Und vielleicht aber noch ein Wort auch zu Herrn Schnabel und den Punkt, Immobilienpreise sind mir garantiert nicht egal. Wenn ich Finanzkrisen sehe, bei den meisten Großen war vorher irgendwie ein Platz in einer Immobilienblase, weil das mit den größten Verschuldungsquoten, wo man reingeht, meist immer Grund dafür. Und dann kann man sich halt fragen, ist das, was man alternativ versucht, mit den sogenannten makroprudentiellen Möglichkeiten zu gucken, gibt es andere Maßnahmen, um vielleicht ein zu starkes Ansteigen dieser Preise zu verhindern, dann wird das immer wieder schwierig, weil meistens kommen die zu spät und ich kann sicherlich mit Fragen, wie hoch kann ich beleihen und so weiter, da gibt es auch gute Beispiele aus dem skandinavischen Raum, einiges im Schach halten, aber das ist immer die Frage, wo gehe ich rein? Mache ich es mit der Keule, das sind die Zinsen, oder gibt es vorher schon Möglichkeiten, das anderweitig so zu gestalten, dass ich ein unbeschränktes, immer weiteres Ansteigen von Immobilienpreisen in Schach halten kann? Ja, sehr guter Punkt, Herr Michels. Was würden Sie dann sagen? Sie haben makropotentielle Regulierung erwähnt für den Finanzmarkt, aber was halten Sie dann von Mietzinsregulierung für Immobilien, also für den Mietmarkt? Was verstehen Sie jetzt unter Mietzinsregulierung? Also ich sitze gerade in Wien, ich bin aus Wien. Und in Wien gibt's für den Altbau einen festgelegten Mietzins, der ein Maximum, das verlangt werden darf pro Quadratmeter, je nachdem, welche Features eine Wohnung hat. Und darüber hinaus darf nicht vermietet werden, das ist einklagbar von den Mieterinnen. Und das setzt sich dann auch für den Neubauwohnungsmarkt fort, typischerweise. Also da geht es aber dann darum, wie die Mieten gestaltet werden. Also das Wort Zins muss man da aufpassen. Das hat nichts mit den Zinsen zu tun, die wir jetzt gerade vorher definiert haben, sondern das sind halt bestimmte Mietpreisdeckel, die da reinkommen. Damit wird man sicherlich nicht die Knappheit an Wohnungen kurzfristig beschränken können, weil für jeden Investor wird das sicherlich abschreckend sein, jetzt reinzugehen, um neue Wohnungen zu bauen, wenn er nur einen bestimmten Ertrag damit geben könnte. Das war ja der Versuch ein bisschen in Berlin, der jetzt vom Bundesverfassungsgericht auch wieder zurückgenommen wurde, da muss man halt wirklich schauen, wie sowas umgesetzt wird. Ich glaube, wir müssen kurzfristig einfach in die Lage versetzt werden, mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und da, glaube ich, gibt es verschiedene Faktoren von Bebauungsplänen angefangen, über viele andere Teile, die es machen werden. Ob das jetzt kurzfristig funktioniert, wenn man sich die Preise für Bau, auch Holz und ähnliche Geschichten anschaut, da gibt es sicherlich kurzfristige Verwerfungen aufgrund jetzt auch der Lieferketten, bin ich da eher mal vorsichtig, weil ich glaube, da haben wir auch gerade einen gewissen kurzfristigen Schub dieser Baumaterialien, der stattfindet. Okay, verstehe. Okay, danke vielmals. Ja, darf ich da was zu sagen zu dem Miet? Bitteschön. Aber ich will auch nicht, vielleicht ist auch Herr Schnabel dran, ich will nicht vorspringen. Na, es gibt nicht so die Reihe, das ist schon okay. Also nur ganz kurz, das geht ein bisschen von der Geldpolitik weg, aber Sie beschreiben halt ein Beispiel, ja, in Wien, das ist immer toll für den, der drin sitzt. Ja? Und der Effekt ist immer, dass es ziemlich schwierig ist, da ranzukommen. Ich erzähle Ihnen mal ein kleines Beispiel. Als ich hier in Frankfurt
mit einmal eine Wohnung haben wollte. Und Mietmarkt ist wie wohl auch in Wien, es ist sehr schwierig, an diese Wohnungen ranzukommen. Dann will man vielleicht, wenn man einen Kredit aufnimmt, eine kaufen. Und wenn dann in Frankfurt gibt es eine Regelung, dass also bei Eigenbedarf nur nicht sozusagen der Mieter verdrängt werden kann aus der Wohnung, die einem eigentlich gehört, selbst wenn man es selber reinziehen will, sondern man muss 10 Jahre warten. Und das ist natürlich ein Geld wert. Und in dem Beispiel habe ich mir eine Wohnung angeschaut, wo ein Mieter drin saß, der also dieses 10-Jahre-Recht hatte. Und der wollte von mir dann eine Summe von eine fünfstellige Summe, die näher an 100.000 als an null liegt. Ja. Darauf habe ich das natürlich nicht gekauft. Ja, aber Sie sehen, das ist für Bestandsmieter bares Geld. Deswegen freuen die sich solche Grenzen. Und auf der anderen Seite für Newcomers, und das sind ja meistens jüngere Leute, die irgendwann dann mal sozusagen vielleicht in eine Stadt ziehen oder die Stadt wechseln. Also wenn man in der Stadt schon sitzt, ist gut. Aber wenn man dann einen Job woanders hat und will, dann ist man wieder Outsider, Außenseiter. Und wie kann man da reinbrechen? Also deswegen, also das ist einfach keine gute Idee, finde ich. Das ist nicht fair. Ja, der Grund, warum ich das angesprochen habe, war der, dass es viele Ökonominnen gibt, die argumentieren, dass oft sie haben es eh schon eigentlich auch dargestellt, dass oft die Zinsveränderung eine recht grobe Maßnahme ist für eine Veränderung in der Inflationsmessung, weil ganz praktisch gesehen, ich weiß, Sie haben mir vorher gesagt, dass ich von Preisänderungen spreche und nicht unbedingt von Inflation, aber typischerweise ist der Inflationsindex, der misst eben konkrete Preise. Und jetzt haben wir zum Beispiel, nur um ein anderes Beispiel aufzubringen, wenn jetzt im Gesundheitsbereich ein Urteil gefällt wird, dass Versicherungsfirmen die Vorerkrankungen von Patientinnen mit einberechnen dürfen in die Beträge, die Patientinnen zahlen, dann auf einmal steigen die Preise im Gesundheitsbereich stark an. Und das ist ein politisches Urteil, das gefällt wird und nicht so stark von irgendwie Wirtschaftsaufschwung getrieben. Und das oftmals verändert halt den Preisindex, der gemessen wird. Und so ähnlich frage ich mich das eben auch bei den Immobilien, ob wir da vielleicht einfach andere Maßnahmen treffen müssen, wenn wir intervenierend eingreifen wollen, wenn wir wollen, dass arme Leute nicht mit sehr hohen Mieten konfrontiert sind, wenn wir nicht wollen, dass junge Leute meiner Generation über die Hälfte ihres Gehalts für Mieten ausgibt. Dann ist halt die Frage, wie gehen wir mit dem um? Ist Inflation nicht immer ein monetäres Phänomen, ist es auch ein Diese politische Dimension spielt halt auch mit rein, ganz konkret oftmals. Herr Schnabel, Sie haben kurz die Hand gehoben. Ja, also ich glaube, Sie haben natürlich recht, aber wir sind inzwischen natürlich in so einer Art Interventionsspirale. Ich glaube, der inflationäre Druck, den die Zentralbanken erzeugt haben, der zeigt sich insbesondere jetzt im Immobilienmarkt, der schwappt auf die Mieten über. Der hat übrigens auch regionale Konzentrationseffekte, weil die großen Unternehmen begünstigt werden und nicht die kleineren, mittleren. Und deswegen konzentriert sich die wirtschaftliche Entwicklung jetzt auch auf die großen Städte. Und wenn Sie das jetzt versuchen, durch Mietpreisbremsen oder jede Art von Deckelung, da wird ja sehr viel diskutiert, einzufangen, dann wird es, und Herr Wieland hat ja auch darauf hingewiesen, früher oder später zum Investitionsstau geben. Das heißt, das Angebot von Wohnungen wird weiter verknappt. Die schon Wohnungen haben, die profitieren, die nur neu dazukommen, die gehen leer aus. Und irgendwann wird sich auch die Qualität des Wohnraums verschlechtern. Und in einer ganz extremen Form haben wir ja sowas in Ostdeutschland erlebt. Ja. Und am Ende sind die Wohnungen halt nicht mehr bewohnbar, weil die Leute nicht mehr investieren wollen. Und deswegen muss man aus meinem Grund schon an die Wurzel des Übels gehen. Und die Wurzel des Übels liegt eben bei den anhaltend niedrigen Zinsen. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man jetzt in der Rezession die Zinsen erhöht, aber wir haben halt die letzten 30 Jahre immer in Krisen die Zinsen sehr stark abgesenkt oder die Zentralbankbilanz ausgeweitet und wir haben uns dafür gescheut, im kommenden Aufschwung die Zinsen zu erhöhen und die Geldpolitik wieder entsprechend zu straffen. Und auch das hat Herr Wieland ja gesagt, irgendwann müssen wir da wieder raus. Und es ist nie
der richtige Zeitpunkt, da wieder rauszukommen. Aber wenn wir das Problem auf Dauer lösen wollen, dann müssen wir irgendwann über eine geldpolitische Straffung nachdenken. Und natürlich, Sie haben auch recht, das hat auch mit Regulierung zu tun. Aber das ist auch eine Form des zunehmenden staatlichen Interventionismus. Ja, ich möchte noch kurz anmerken, weil ich eben so ein Fan bin von Wiener Mietzinsregulierung, weil ich habe noch nie so schönen Wohnraum gesehen wie hier. Kurz um Ihnen zu widersprechen, Herr Schnabel, auch Herr Wieland, ich bin ein großer Fan. Meine eigene Altbauwohnung ist auch urbillig und ich bin ganz überglücklich. Das freut mich. Also ich finde Altbauwohnungen auch sehr schön. Wenn sie gut instand gehalten sind. Ja, also das scheint irgendwie nicht zu korrelieren, ist mein bescheidener Eindruck, ja. Ich glaube, wir sind schon in den letzten 15 Minuten angekommen. Marc, du wolltest, dass wir Fragen noch aus dem Publikum beantwortet bekommen. Ich habe leider du hast mir ein Google Docs geschickt und ich habe das aber jetzt nicht offen derzeit. Wie wollen wir das denn machen? Ich kann vielleicht einfach kurz eine Frage ausgreifen, die ich in dem Q&A gesehen habe und die wurde gestellt von Antonia Nickel. Antonia fragt, wie sollte die EZB ihre Strategie ändern? Ihre Empfehlungen, vielleicht bezogen auf das, was Sie heute diskutiert haben, zu Immobilienpreisen und so weiter. Herr Mark. Da wird sicher jeder von uns, also wer will? Bitte, Herr Wieland. Gut, dann würde ich sagen Folgendes. Ich habe dazu genau dieses Papier geschrieben für die EZB. Da habe ich zum einen gesagt, das ist in der Diskussion nicht ganz so aufgekommen. Die EZB schaut sehr, sehr streng auf den Konsumentenpreisindex. Und das klang so ein bisschen an bei Frau Steininger am Anfang. Der hat sehr viele Importgüter drin. Und die Importgüter sind in den letzten 10 Jahren sind die Preise gefallen, wegen Globalisierung und anderen Gründen. Das sind auch Energiepreise, die sich zeitweise günstig entwickelt haben. Und meines Erachtens hat die EZB zu wenig auf die Preise und Güter von Dienstleistungen geschaut, die im Euroraum tatsächlich produziert werden. Das kann man zum Beispiel im sogenannten BIP-Deflator sehen. Da sieht man einen stärkeren Anstieg, zumindest im Trend. Der ist nicht riesig, aber ich finde es wichtig, dass die EZB von dieser engen Fokussierung auf den Verbraucherpreisindex in ihrer Strategie etwas breiter geht und verschiedene Preisindizes auch beobachtet und auch in ihrer Kommunikation dann erwähnt. Ja, weil das macht dann einen Unterschied. Die EZB hat immer laut sozusagen bedauert, wenn der Konsumentenpreisindex auf Null Inflation oder negativ gefallen ist, hat gesagt, wir müssen die Zinsen sehr niedrig senken. Gleichzeitig ist aber zum Beispiel die Inflation der Güter und Dienstleistungen, die im Euroraum produziert werden, gestiegen. Ja, und dann ist das für mich kein so starkes Argument. Also wir sollten breiter schauen und das gibt auch eine gewisse Möglichkeit, denke ich, die vielleicht nicht ganz in dem Maße, wie Herr Schnabel sich das wünscht, aber doch in einem gewissen Weise auch den Blick etwas breiter auf die Kosten von Erstellung von Wohnungen und von Housing generell zu berücksichtigen. Das war die eine Empfehlung und die andere ist, dass ich den Eindruck habe, die Anleihekäufe, die getätigt wurden, also das klang ja auch immer wieder an, es wurde sehr, sehr stark die Notenbankgeldmenge erhöht. Aber das hat zumindest über viele Jahre, bis 2019, die gesamte Geldmenge, also das, was an Giralgeld zur Verfügung steht in der Wirtschaft insgesamt, nicht sehr stark erhöht. Also man hat den Eindruck, es war nicht so stark effektiv. Ja, es war nicht so effektiv. Es kann vielleicht was bringen in einer extremen Krise wie jetzt. Ja, wir hatten jetzt die Situation oder im März 2020 haben wir die Situation, Krise, keiner weiß, wo es hingeht. Und dann steht die EZB und kauft Staatsanleihen. Dann weiß man, okay, es gibt immer einen Abnehmer für Staatsanleihen. Das heißt, für die Staaten war das gut. Das heißt aber, gut, in der Krise kann man das machen, aber nicht, wenn die Krise dann überstanden ist, ja, nicht auf Dauer. Deswegen, ich bin ein bisschen skeptischer geworden, was dieses Instrument betrifft. Und ich denke, die EZB sollte zumindest nach der Krise da einen Weg herausfinden, weil es halt auch Nebenwirkungen hat. Und die Nebenwirkungen sind schon, dass wie es die Staaten beeinflusst, ob die sich kümmern, dass sie überhaupt ihre Schulden unter Kontrolle kriegen. Und darüber hat es natürlich auch eine darüber hinausgehende Wirkung auf die Schulden im Privatsektor, ja, die ja auch hinter den
Immobilien stehen. Ja? Preise steigen, die Schulden steigen. Also da denke ich, das Instrument Anleihekäufe sollte man vorsichtiger damit umgehen und man sollte das auch nach der Krise dann abwickeln. Ja? Und das würde wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass die längerfristigen Zinsen, so wie es in den USA ja schon passiert ist, auch wieder steigen. Das wären meine zwei Vorschläge zur Strategie. Vielleicht ein Punkt zur Ergänzung. Den könnte ich mich gut einordnen. Ich glaube, ein anderer Punkt, der in den letzten Jahren immer weiter stattgefunden hat, ist, dass das Inflationsziel, das ja das ganz große vorherige Ziel der EZB ist, immer mehr mit Zielkonflikten auseinandergesetzt wurde. Insbesondere auch, was die Finanzmarktstabilität angeht, wo die EZB aufgrund dann auch der Aufsichtsinstitution immer mehr in diese Konfliktsituation reinkommt. Und das ist eher wünschenswert, aber ich glaube nicht, dass es jetzt kurzfristig stattfindet, dass man dort versuchen sollte, diesen Zielkonflikt auch mal wieder eine Spur rauszunehmen und dort wirklich nochmal zu versuchen, vielleicht diese Trennung auch noch, die ist offiziell ja auch drin bei der EZB, aber es ist ein bisschen Schizophrenität, die da immer wieder reinkommen muss, dass man diese Finanzmarktstabilität und diese Involvierung vielleicht ein Stück weit versucht zu separieren und hier nochmal wirklich einen stärkeren Punkt nochmal auf die Preisstabilität nach vorne auch zu setzen. Das würde es dann auch ermöglichen, relativ frühzeitig darauf hinzuweisen, dass man aus geldpolitischen oder Inflationsgründen dann auch wieder an der geldpolitischen Schraube etwas verändern müsste. Okay, danke vielmals. Die nächste Frage ist, ist der Grund für zu niedrige Inflation? Also, Entschuldigung? Ich hätte auch noch... bitte, Herr Stadl, bitte. Entschuldigung. Ich wär zufrieden, wenn die EZB zu ihrer ursprünglichen Zwei-Säulen-Strategie zurückführen würde, weil sie hat das Maximalziel 2% in ein Punktziel umgewandelt. Mit einem Maximalziel von 2% hätten wir die ganzen Staatsanleihenkäufe der letzten Jahre nicht gehabt. Und die haben sicherlich auch zur Verzerrung der Märkte beigetragen. Dann hatte sie ja mal einen Referenzwert für das Geldmengenwachstum. Den würde ich wieder aufnehmen, weil das Geldmengenwachstum ist doch in irgendeiner Weise mit dem Wachstum der Vermögenspreise korreliert. Und das wäre auch ein Weg, Vermögenspreisinflation zu berücksichtigen. Und dann würde ich natürlich bei der Inflationsmessung, das ist natürlich jetzt eine Sache für die Europäische Kommission und den Europäischen Rat, aber ich würde bei der Inflationsmessung Wohnen ein höheres Gewicht geben und eigengenutztes Wohnen berücksichtigen. Kann ich vielleicht kurz, Herr Schnabel, darauf eingehen, würden Sie vorschlagen, dass die Zentralbank Staatsanleihen am Primärmarkt kauft? Nein, überhaupt nicht. Also schon das derzeitige Mandat bzw. die Lesart von Maastricht beibehalten? Ja, richtig. Okay. Ist der Grund für zu niedrige Investitionen im Immobiliensektor nicht vielmehr die zu niedrige Gesamtnachfrage anstatt zu niedriger Zinsen, fragt eine Zuhörerin. Herr Schnabel, ja. Also ich glaube, wir haben gar nicht zu wenig Investitionen im Immobilienmarkt. Also zumindest im deutschen Immobilienmarkt ist es ja so, wir haben Mangel in den Städten und großen Überschuss an Wohnungsangebot in der Peripherie. Ich lade Sie einmal nach Ostdeutschland zu kommen. Die ganzen kleinen Städte und die Dörfer stehen leer, weil dort die Arbeitsplätze verloren gehen und die jungen Leute gezwungen sind, in die Städte zu wandern. Wir brauchen einfach eine andere Regionalpolitik. Und ich habe schon gesagt, die Geldpolitik per se hat auch konzentrationsfördernde Wirkung. Und das ist auch ein weiterer Grund, die zu straffen. Ja, also wir brauchen wieder eine gleichmäßigere Verteilung der Arbeitskräfte über die ganze Fläche im Land und keine Konzentration in den großen Städten. Ich stelle noch kurz eine Frage, vielleicht um dieses Setup hier uns gemeinsam zu reflektieren. Glauben Sie, wir haben ein Geschlechterproblem in der monetären Ökonomie? Herr Michels? Also mit der Präsidentin Frau Lagarde und Frau Schnabel im EZB-Direktorium sind da jetzt sicherlich
auch Frauen mit involviert. Wenn man sich aber die gesamte Finanzbranche anschaut, sehen wir weiterhin, dass wir hier, glaube ich, nach wie vor einen großen Aufholbedarf haben. Und dort, glaube ich, ist noch einiges zu tun, was diese Gendergerechtigkeit in der Finanzbranche insgesamt, ich glaube, die Zentralbanken sind da eher eine Spur weiter als vielleicht die gesamte Branche, dass wir dort noch einiges an Aufholbedarf haben. Ja, Sie stimmen zu, Herr Wieland? Ja, ist die Frage, wie man das sieht oder was man daraus machen will. Also was ich ganz interessant finde, wenn ich zurückdenke, als ich promoviert habe. Also ich habe damals in Stanford in einem strukturierten Doktorandenprogramm, das gibt es für uns noch nicht so lange, promoviert. Und da war jetzt da waren nicht weniger Frauen als Männer. Ja? Und auch wenn ich jetzt zurückgehe an die Zeit, als ich bei der Notenbank angefangen habe, da haben auch viele Frauen angefangen. Ja? Also das ist mal eine Seite. Also dass es sozusagen strukturierte Doktorandenprogramme gibt, in denen auch bei uns in Frankfurt sind ja auch viele Frauen im Programm. Ja? Und daher kommt ja eigentlich der wissenschaftliche Nachwuchs aus solchen Doktorandenprogrammen. Und gut, solche Doktorandenprogramme gab es in Deutschland in der Vergangenheit nicht. Also wir gibt bei uns jetzt auch schon seit 2000, aber es gibt ja auch in Berlin, es gibt in München. Also es ist jetzt relativ sehr verbreitet. Und ich glaube, da sind die Anteile Frauen und Männer nicht so unterschiedlich. Und dann muss man natürlich schauen, okay, wie geht das weiter? Und so eine wissenschaftliche Karriere ist jetzt auch nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Ja? Es ist, Sie kennen das ja selber, Sie kämpfen selbst. Und die Frage, eine Dissertation durchzustehen, dann danach eine Assistenzprofessorenzeit, das ist nicht so ganz einfach. Ja? Da kann man drüber reden. Gibt es da eine Attrition, dass es dann weniger Frauen werden? Welche Gründe hat das? Und ich glaube, das sind interessante Fragen. Ja, dann kann man an den zum Beispiel wie man jetzt überhaupt zu einer Tenure-Professur kommt, an dem Verfahren was ändern. Was aktuell hauptsächlich diskutiert wird, sind Machtpositionen. Ja, wie viele Frauen in einem Vorstand, wie viele Frauen in einem Aufsichtsrat. Das kann man auch diskutieren, da gibt es jetzt sogar Quoten dafür. Das wird also umgesetzt. Davon profitiert natürlich nur eine kleine Gruppe, die jetzt sozusagen aktuell an der Position ist, wo sie auf so eine Position berufen werden kann. Ich finde, wichtiger ist die Frage, wie kommt es, wenn wir relativ ausgewogene Doktorandenprogramme haben, dass dann vielleicht bei einer W3-Professur in Economics oder gar Monetary Economics der Anteil nicht 50-50 ist. Liegt das am Karrierepfad? Ist das schwieriger für Frauen zu sagen, diese Durststrecke durchzustehen? Und wie kann man da ansetzen? Das finde ich sinnvoll. Ich kann nur Folgendes sagen auf der Frage, ich bin ja schon in vielen Berufungskommissionen gewesen und da ist es immer so, da gibt es starke Anreize, also das kennt Herr Schnabel sicher auch, bei ähnlicher Ausrichtung oder ähnlicher Qualifikation soll man eine Frau grundsätzlich bevorzugen. Es gibt auch starke Anreize, dann Frauen zu berufen, auch finanzieller Art, dass es extra Geld gibt von der Unileitung, um die Professur auszustatten und Ähnliches. Aber es ist tatsächlich so, und das ist überraschend, auch in den, meines Erachtens in den letzten 20 Jahren, der Anteil der Kandidatinnen, die man dann sieht, ist natürlich deutlich kleiner als das Gesamtpotenzial, die Gesamtzahl der Bewerber. Also man sieht, dass sozusagen von den, würde ich jetzt mal sagen, 50-50 aus den Doktorandenprogrammen bisher jedenfalls in Deutschland noch nicht da angekommen ist, wenn es um Berufungskommissionen von W3-Professuren geht. Ja, in den USA ist das ein bisschen anders. Also das sind die Verteilungen nicht so schlecht. Aber die AEA, die American Economic Association, hat sich das sehr genau angeschaut. Also wenn es da um die Frage Frauen und Männer geht, so schlecht sieht es nicht aus. Dort wird heißer diskutiert, die breitere Diversität. Aber das ist jetzt nicht unser Thema vielleicht. Es ist eher kein Pipeline-Problem, mehr ein strukturelles Problem. Verstehe ich. Ja, ich denke an dieser Zwischenstelle. Also ich glaube, das Pipeline-Problem, wenn es darum geht, wer promovieren will oder Dissertationen fertigstellt, ja, ich glaube, da ist das durchaus weit ausgewogener, auch durch diese strukturierten Doktorandenprogramme. Genau. Aber bis das sozusagen dann auf die Professuren durchschlägt,
Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Stellen, die man sich genauer anschauen muss. Warum es dann plötzlich weniger Frauen werden? Okay, cool. Danke vielmals. Ich bin mir nicht sicher, Marc, wie viel gibt es uns jetzt noch Zeit für Fragen? Oder wir sind eigentlich am Ende schon angekommen. Aber gibt es die Möglichkeit noch? Soll ich noch ein paar Fragen stellen? Ich hätte schon noch ein paar. Also eins, was ich noch sagen wollte, wenn Sie jetzt gerade promovieren, die Chancen sind meines Erachtens gut. Gerade im Bereich VWL, wenn Sie, man muss natürlich sehr leidensfähig sein, überhaupt um eine Wissenschaftlerkarriere zu verfolgen. Aber ich denke, wenn man jetzt eine gute Diss schreibt, wenn man sich da auf dem wissenschaftlichen Weg sieht, würde ich Frauen ermuntern. Ja, also ich glaube, die Chancen sind gut, eine wissenschaftliche Karriere dann zu machen. Aber es ist natürlich generell für alle, ob Mann oder Frau, ein gewisser Leidensweg dabei. Ja, ich mag nicht so gern so viel leiden, wissen Sie. Der ist cool, aber das mit dem Leiden. Also ja, das ist halt, da würde ich sagen, Privatwirtschaft, Management, auch da gibt es tolle Karrieren. Oder Notenbanken, ja, die bemühen sich jetzt sehr. Aber wir werben ja auch für Wissenschaft hier, also Herr Schnabel und ich vielleicht. Auf jeden Fall. Die Privatwirtschaft sucht natürlich auch immer gute, qualifizierte Menschen. Okay, also ich bin noch nicht am Jobmarket. Es ist ein bisschen zu früh, meine Herren. Ich bin jetzt noch nicht bereit für die Interviews. Aber ich komm gerne noch zurück in ein paar Jahren. Genau. Marc, wie schaut's aus? Ja, also sozusagen, wir sind eine Minute über der Zeit. Vielleicht, wenn alle bereit sind, dann können wir vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum zum Abschluss nehmen. Wenn kurzes Kopfnicken oder keine Reaktion. Ja, vielleicht können wir eine Frage noch aus dem Publikum rauspicken und dann würde ich die abschließenden Worte sagen. Okay, eine Frage noch. Also, was denken Sie ist der Grund, dass derzeit in Bezug auf makroökonomische Stabilität relativ heftige Inflationsängste kursieren, obwohl die EZB seit Jahren ihr Mandatsziel untertrifft? Aber kaum jemand von Arbeitslosigkeit spricht, obwohl wir derzeit in einer Rezession sind und über 13 Millionen unfreiwillige Arbeitslose in der Eurozone haben. Bin ich dabei? Oder Schnabel? Frage. Nee, bitte, Herr Michels. Bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt eher aus einer deutschen Brille gesehen wird, weil hier das Thema, fangen wir mit Arbeitslosigkeit an, das gar nicht so virulent gesehen wurde, weil einfach über Kurzarbeit sehr viel weggepuffert wurde und dementsprechend es dort nicht so zum Tragen kam. Der zweite Punkt, und ich glaube, das sieht in anderen europäischen Ländern anders aus. Also da glaube ich, ist eine andere, auch vor der Finanzkrise kommt eine andere Grundgeschichte da. Was die Inflationsentwicklung angeht, sehen wir jetzt gerade relativ stark steigende Preise für einige Güter, angefangen mit Benzin und anderen Sachen, die man täglich mitbekommt. Wer jetzt derzeit seinen Urlaub plant und andere Sachen, jetzt gerade nach der Pandemie, da sind Preise nach oben gegangen. Und ich glaube, das ist am aktuellen Rand sicherlich etwas, was wahrgenommen wird. Und da haben wir sicherlich auch eine gewisse Diskrepanz zu dem, was persönlich bei bestimmten Gütern wahrgenommen wird, wieder zu der Debatte, was das allgemeine Preisniveau angeht, was halt in den letzten Jahren, aber auch am aktuellen Rand dann nicht so besonders stark angestiegen ist. Mhm. Aber ganz erklärt das diese frappierende Inflationsangst nicht, oder? Also die Angst vor Hyperinflation kursiert ja sogar teilweise. Ja, aber da muss man, ich glaube, diese Angst kommt, wenn man einfach auf die Zentralbankbilanzen und so weiter schaut, dass da diese große Angst da ist, dass das jetzt alles entladen kann und wir jetzt vielleicht gerade am Punkt stehen, wo jetzt alles rüberläuft. Aber dass das wirklich jetzt für die Gesamtbevölkerung die Angst für Hyperinflation da ist, das geben auch die Umfragen, glaube ich, derzeit nicht wieder. Man sieht, dass die Inflationserwartung auf der Unternehmensebene, aber auch bei den Konsumentenbefragungen nach oben geht. Aber da sind wir, glaube ich, noch weit, was die Breite angeht, von der Feststellung oder von der Angst vor Hyperinflation sicherlich. Genau, aber Inflation wird mehr diskutiert als Arbeitslosigkeit, ist die scheint schon so die Tendenz zu sein. Herr Schnabel, Sie haben als nächstes die Hand umgehabt und dann noch Herr Wieland und ich glaube, dann ja, also ich glaube, die Inflation in Sachwerte hat schon lange eingesetzt. Also deswegen sind die Inflationsängste da. Das Geld ist nicht
bei der Mittelschicht angekommen. Deswegen sind die Konsumentenpreise bisher niedrig geblieben. Aber wir werden sehen, jetzt steigen die Preise auf jeden Fall. Das hat unterschiedliche Gründe, weil die Lockdowns aufgehoben werden beispielsweise und weil die Rohstoffpreise steigen. Das ist natürlich auch eine inflationäre Tendenz, die wir jetzt beobachten. Und entscheidend, ob das vorübergehend ist oder nicht, wird sein, wie die Löhne jetzt reagieren. Und ich glaube, die Staaten haben die Taschen jetzt voller Geld, dank der Zentralbanken. Und deswegen sind die Staaten jetzt vielleicht auch bereit, die Löhne anzuheben. Das beobachten wir jetzt auch schon in den USA im öffentlichen Sektor. Und wir müssen sehen, ob die private Wirtschaft dann nachzieht. Aber auch die Unternehmen sitzen auf riesen Eigenkapitalpolstern und die können auch die Preise erhöhen. Und deswegen kommt es vielleicht jetzt doch dann zu den Lohnpreisspiralen, die die Inflation nach oben treiben werden. Aber das ist noch unsicher, das werden wir sehen in den nächsten Monaten. Okay, danke, Herr Wieland. Ja, ich glaube, man braucht gar keine Hyperinflation, um doch eine gewisse Furcht oder Sorge dafür zu entwickeln. Weil wir haben uns jetzt halt sehr an diese Niedrigzinsen gewöhnt. Ja, die Zinsen für die Staaten sind sie ja sogar negativ, also für unsere Regierung, für die italienische ist bei für 10 Jahre bei 70 Basispunkten, aber auch privat. Ja, wir können jetzt ja für irgendwie, Herr Michels weiß es genauer, aber refinanzieren dann für ein bisschen mehr als 1% das Immobiliendarlehen, das man aufgenommen hat. Ja, und das kann sich natürlich schnell ändern, wenn die Notenbank, also wenn die Inflation steigt auf 2% oder auf 3%, was nicht viel ist. Ja, dann müssen irgendwann auch die Zinsen reagieren und steigen dann auch auf eine Höhe von 2-3%. Aber dass diese Art von Zinsänderungsrisiken, da sind viele in unserem Finanzsystem nicht besonders gut vorbereitet darauf. Die Banken, gewisse Anleger, ja. Also da können schon Inflationsraten von 2-3% einiges in Schwierigkeiten bringen. Und diese Art von den Finanzstabilitätsrisiken machen manchen Sorge, zu Recht. Natürlich nicht jeden einzelnen Bürger, das sind andere Dinge. Da geht es meistens darum, dass bestimmte Preise, jetzt Sie haben Lebensmittelpreise genannt, stark steigen und man das deswegen auch sieht im Portfolio, ja, ist vielleicht, weil man nicht jedes Jahr einen neuen Computer kauft, nicht das gleiche Wahrnehmung wie im HVPI, wie in einem Konsumentenpreisindex. Aber diese Finanzdimension, können auch schon Inflationsraten von 2-4% gewisse Sorgen machen. Okay, danke vielmals. Also das heißt, die Arbeitslosigkeit ist da irgendwie, ist heute nicht so viel Thema. Arbeitslosigkeit bekämpfen wir ja gerade. Wir schießen ja aus allen Rohren. Also wir haben massive Kurzarbeit. Wir haben interessanterweise einen massiven Anstieg der Staatsverschuldung. Wir finanzieren damit im Prinzip Kurzarbeit. Wir finanzieren Hilfen für Unternehmen, um die am Laufen zu halten. Das sind extreme Maßnahmen. Sowas haben wir seit langer Zeit nicht gesehen. Also deswegen ist ja auch die breite Geldmenge jetzt um mehr als 10% gestiegen im Euroraum. Also da wird wirklich aus allen Rohren geschossen. Also die Idee, dass wir uns nicht, oder was heißt wir, dass die Wirtschaftspolitik sich nicht und auch die Notenbank sich nicht darum sorgt. Ich denke, das steht eigentlich nach meiner Wahrnehmung ganz vorne. Und die Inflationsrisiken sind jetzt so ein bisschen, was jetzt wieder aufkommt. Und da wir jetzt vielleicht zu dritt den Blick auf den Finanzsektor auch genommen haben oder auch Immobilien und andere, haben wir gesagt, Mensch, da muss man sich auch Sorgen machen. Ja, aber dass jetzt die Arbeitslosigkeit zu wenig betrachtet würde, das würde ich keinesfalls sagen. Okay, danke vielmals. Ich bedanke mich recht herzlich und übergebe wieder an Marc für das Schlusswort. Herzlichen Dank. Dann. Super, vielen Dank. Ich wollte Ihnen allen für die Zeit danken und dass Sie Teil mit diesem Webinar unseres Projektes der Europäischen Bürgerinnenbank sind. Auch, dass Sie jetzt über die vorgegebene Zeit mitgemacht haben. Vielen Dank an alle Sie da draußen vor dem Bildschirm. Ich würde Sie ermutigen, auf unsere Plattform zu kommen, www.europeancitizensbank.de. Dort greifen wir die heute diskutierten Themen von Wohnkosten, Immobilienpreisen, Geschlechtergerechtigkeit auf und werden die dort weiterführen. Sie können dort teilnehmen, partizipieren, an den vorher angesprochenen Bürgerinnenversammlungen teilnehmen
Und ich würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Vielen Dank nochmal an alle Gäste hier für die Teilnahme und Ihnen allen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ja, vielen Dank.